Legen wir los. Herzlich willkommen, liebe Kollegen aus Mannheim und Straubing, zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Duell zwischen Mannheim und Straubing. Ich begrüße an dieser Stelle natürlich auch die beiden Cheftrainer Tom Pokel für die Gäste aus Straubing und unseren Cheftrainer Pavel Groß. Und auch heute übergebe ich das Wort als erstes dem Gästetrainer. Herr Pokel, bitte. Dankeschön. Ja, guten Abend zusammen. Gratuliere an Pavel und die Mannheim-Mannschaft an den Sieg heute Abend. Ich denke, you know, wir haben uns vorgenommen, unser Spiel 5 gegen 5 zu verbessern. Ich denke, you know, am Anfang, you know, erste Drittel haben wir sehr hart gekämpft und es war eine sehr even Game, 5 on 5. Wir haben unsere Chancen gehabt, 5 gegen 3, 4 gegen 3 Powerplay am Anfang. Und ich denke, das ist ein Unterschied, you know, wenn you know, Mannheim 5 gegen 3, die haben ein Tor geschossen. Wenn man hier 8-mal Unterzahl spielt, ist nicht einfach zu gewinnen, ist schwer. So 3 Powerplays und 8 Penalty Kills. 5 gegen 5, ich denke, wir haben unser Spiel verbessert. Es war ein even Game, 5 gegen 5. Beziehungsweise unser Penalty Killing war immer unsere Stärke, dass wir uns darauf verlassen könnten. Und Mannheim haben die Chancen genutzt mit den 3 Toren. You know, am Ende, wir haben alles riskiert, alles oder nichts, aber auf jeden Fall, ich denke, es gibt viele positive Sachen, was wir, Straubing, was wir von dem Spiel ziehen können. You know, sehr hart umkämpft, Körper gespielt, schnell Scheibe von einer Station zu der nächsten. Und auch, you know, Mannheim hat sehr viele Schüsse blockiert, das war sehr schwierig für unsere Verteidiger, hoch von der blauen Linie die Schüsse durchzubringen. Wenn wir das durchgebracht haben, waren you know, 50-50 Pucks vor dem Tor, waren ein paar Scrambles da und you know, die Verteidiger haben das ganz gut ausgeräumt vor dem Tor. So im Endeffekt, you know, gratulieren Mannheim an den verdienten Sieg und auf jeden Fall 5 gegen 5 für uns besser gelaufen, aber Special Teams, wir müssen schauen, dass wir weg von der Strafbank bleiben. Dankeschön. Danke, Tom Pokel, für den Moment. Pavel, dein Statement bitte. Ja, guten Abend. Vielen Dank, Tom. Ich glaube, wir haben uns auch eine Sache vorgenommen, und zwar, als wir gesagt haben, wir wollen sofort eigentlich zurückkommen nach der Niederlage in Augsburg, dass wir sofort auf die Siegestraße kommen, und es ist uns auch gelungen. Klar, wir haben ein bisschen wieder unsere Aufstellung ein bisschen kompensieren müssen, aber wir haben immer noch genug Leute. Wir haben gewusst, 2 Spiele gegen Straubing. Straubing war immer ein überragender Gegner und mit dem Einsatz und mit der Einstellung, mit dem Zweikampf, das wissen wir, es ist nie einfach gegen Straubing zu spielen und das haben wir gewusst und das haben wir auch gewusst, weil wir 10 Tage in Straubing gespielt haben, spielt Straubing sehr stark eigentlich und sehr hart zu Hause und wir haben gesagt, okay, das müssen wir auch machen und ich glaube, wir haben ein bisschen eine kleine, ich würde sagen, zerfahrene Partie gesehen, aber natürlich eine Partie im ersten Drittel mit sehr vielen Strafzeiten und Tom hat das angesprochen eigentlich, ja, heute hat auch ein kleiner Unterschied, diese 5 gegen 3 oder 3 gegen 5 eigentlich Unterzahl, Überzahl auch einen Unterschied gemacht, das ist ja klar, das ist immer, wenn du die Tore nicht schießt, wir haben ja damals in Straubing die letzten 5 Minuten, da haben wir auf einmal 5 gegen 3 gespielt, über 2 Minuten haben wir nur eine Chance kreiert, also von daher bestrafst du dich selber, wenn du diese Chancen nicht nutzt und ich glaube, Zweikämpfe waren wieder da, das ist immer, das ist auch typisch für diese Liga, waren sehr viele Zweikämpfe. Das zweite Drittel war ein bisschen nicht so gut, wie wir uns das vorgestellt eigentlich hätten, weil da hat eigentlich Straubing 2-3 Mal 2 gegen 1 oder 3 gegen 1, also Turnovers kreiert und da haben wir ein bisschen Kleinigkeiten eigentlich nachgebessert nach dem zweiten Drittel und es war eigentlich dann im letzten Drittel wesentlich besser. Auch die Saves heute, die der Dennis gemacht hat, wir haben gesagt, wir haben 2 gute Torleute und das war, glaube ich, auch heute auch gut für uns, dass wir endlich mal eigentlich auch mehr als nur ein Tor in Powerplay geschossen haben oder dass wir überhaupt ein Powerplay-Tor geschossen haben. Also das ist sehr, sehr wichtig für uns. Danke. Danke dir, Pavel. Dann starten wir jetzt mit der Fragerunde. Ihr kennt das Prozedere, kurzes Handzeichen, dann gehen wir die Fragen der Reihe nach durch. Auch nochmal der Hinweis für die Kollegen aus Straubing, wenn sie die Frage stellen oder wenn ihr die Frage stellt, dann bitte auch die Kamera aktivieren. Gut, dann starten wir. Rainer Kundel, bitte. Ist der Ton jetzt zu hören? Ja. Ja, danke. Pavel, deine
dein Vorhaben mit dem Björn Krupp und dem Moritz, die vierte Reihe zu stärken, beziehungsweise dafür Entlastung zu sorgen. Bist du zufrieden mit dem Job der Dreien, einschließlich dem Marc Brune, Luis Brune? Oh ja, die vierte Reihe meinst du, jetzt habe ich es. Okay, alles klar. Bist du zufrieden? Ja, es war wichtig, dass wir diese Leute aufs Eis bringen. Wir wissen, dass Straubing immer mit vier Reihen auch spielt. Die vierte Reihe, geführt von Eder, ist eigentlich eine sehr starke Reihe, muss ich ganz ehrlich sagen. Er spielt eine sehr, sehr starke Saison und gefährliche Saison, muss ich ganz ehrlich sagen, für den Gegner. Er kann Tore schießen. Und ich glaube, unsere vierte Reihe, grundgenommen okay, sagen wir so okay. Manchmal sind sie da geschwommen in der defensiven Zone, da muss man ehrlicherweise auch sagen, das Gegentor auch bekommen. Da muss man einfach nur besser reden, dass wir da bessere Abstimmung haben. Die haben der Mannschaft auf jeden Fall geholfen. Krupa hat eigentlich in den letzten 12 Minuten noch hinten gespielt. Da haben wir mehr oder weniger mit 10 Stürmer schon gespielt. Ist die Frage beantwortet? Rainer? Ja, grundsätzlich ja. Also, hat er hinten gespielt, weil mit Dennis was passiert war? Bitte nochmal? Hat er grob hinten gespielt, weil der Dennis irgendwie angeschlagen war? Ja, der Dennis Reul hat nicht gespielt die letzten 12 Minuten. Ich frage mich nicht, ich weiß nicht, ob das Unterkörper ist, Oberkörper. Ich habe nur vom Physio einfach die Antwort bekommen, er kann nicht. Also okay, dann ich frage nicht nach den Diagnosen. Deswegen haben wir den Gruppe nach hinten geschoben. Der hat dann einen super Job gemacht eigentlich und das war für uns wichtig. Ja, danke schön. Gut, dann machen wir weiter mit Sven Metzger, bitte. Ja, hallo. Pavel, die Frage an dich. Es gab im ersten Drittel auf beiden Seiten viele Strafen. Ihr habt da ja auch viele genommen. Habt ihr das nochmal explizit angesprochen, wie wichtig es sein kann in dem Spiel, dass man von der Bank wegbleibt? Ja, glaube ich. Das war nicht nur in unserer Kabine, glaube ich, das Thema. Das war natürlich auch in der Straubinger Kabine das Thema. Es ist ja normal. Ich meine, wenn du so viel in Unterzahl oder Überzahl spielst wie im ersten Drittel, da war natürlich auch kein 5 gegen 5 Fluss da. Das ist ja normal. Und alle Trainer also, die sprechen sowas an. Das ist ja normal. Alles in Ordnung, Sven? Alles gut, Jero. Gut, dann geht's weiter mit Markus Altmann für Tigers On Air. Ja, ich habe technische Probleme mit der Kamera, ich bitte das zu entschuldigen. Okay. Eine Frage an Pavel Groß aus Straubinger Sicht. Stefan Leubel war heute wieder ein auffälliger Spieler, auch in Überzahl mit vielen Situationen. Wie sehr oder Ihre Einschätzung zu Stefan Leubel im Saisonverlauf, wie sehen Sie da seine Rolle? Ja, das kann, glaube ich, am besten Tom eigentlich beantworten auch. Der weiß, dass der Killer eigentlich ein guter Spieler ist. Kannst du Mittelstürmer spielen lassen, kannst du links außen spielen lassen. Es ist Powerplay, Unterzahl. Wir nutzen das eigentlich überall, wo wir können, auch 5 gegen 3 überall, weil es ist ein guter Spieler, es ist ein talentierter Junge. Und der hat natürlich eine schwere Verletzung, kurz vor der Saison eigentlich. Der hat erst das zweite Spiel hier jetzt gespielt gegen Straubing. Das erste hat er gar nicht gemacht. Das bedeutet, seine Vorbereitung war sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, der spielt gut. Der hilft uns eigentlich sehr viel. Und trotzdem, ich sehe ihn derzeit bei 70-80% und vom Potenzial. Das bedeutet, das sage ich nicht, dass der schlecht ist, sondern so viel Potenzial sehen wir da eigentlich in dem Spieler, in dem Killer, wo der sich noch 20-30% verbessert. Das ist aber positiv gemeint. Danke. Dann geht's weiter mit Jan Kotula, bitte. Ist klar, dann senke ich erstmal die Hand als Zeichen und sage vielen Dank. Ja, Pavel, Brandon Schinnemann habt ihr verloren mit dieser blöden Knieverletzung in Augsburg und Tyler Leier könnt ihr noch nicht bringen. Wie sehr hätte es dich gefreut, wenn das geklappt hätte mit der Quarantäne und natürlich gleich die Anschlussfrage. Siehst du Chancen, dass er am Dienstag in Schwenningen dabei sein kann? Ja,
ob ich mich gefreut hätte oder nicht, ich hätte mich über jeden Stürmer eigentlich gefreut, muss ich sagen, wenn du eigentlich in der vierten Reihe den Moritz Wert und Gruppe hast als Verteidiger. Das ist echt normal, aber wir wollen immer eine Lösung finden für unsere Probleme. Und warum sollte ich mich jetzt mit so einer Frage beschäftigen, wenn es nicht machbar ist? Es ist einfach so. Es gibt so Regularien, der muss 5 Tage in Quarantäne bleiben, dann bleibt er 5 Tage in der Quarantäne und dann, wenn er sein nächster Test nochmal negativ ist, weil ich weiß nicht, wie viele Tests er machen muss, der hat schon 3 gemacht. Und wenn noch ein Test eigentlich negativ ist, dann kann er spielen, darf er spielen. Und dann natürlich sind wir froh, dass der auch spielt und er natürlich auch, ja, das ist ja klar. Okay. Noch eine Anschlussfrage, Jan? Ja, genau. Tatsächlich gleich so ein bisschen rausgeschaut. Jetzt habt ihr den Sieg hier eingefahren. Am Dienstag geht es schon wieder nach Schwenningen mit der kleinen Eisfläche, die du ja auch schon angesprochen hast. Also dass es dafür keine Mannschaft in der DEL leicht wird. Vielleicht kannst du es mal quasi aktualisieren, jetzt auch mit der Mannschaftssituation, die du jetzt hast. Ich meine, welches Spiel ist einfach? Und wo ist das einfach? Ich meine, die Gruppe ist eigentlich ausgeglichen. Du kannst nirgendwo hinfahren und sagen, okay, jetzt heute spiele ich ein einfaches Spiel. Nirgendwo, weil das ist, gestern haben wir Nürnberg-München gesehen, ja, bis zum, es ist 3-2 Spiel, 10 Minuten vorm Schluss und da kann alles passieren. Das ist alles. Von daher, wir müssen gucken, dass wir 60 Minuten spielen. Wir müssen gucken, dass wir bereit sind, sofort eigentlich, egal ob du eine kleine Halle hast oder eine große Halle hast oder Eisfläche, das spielt überhaupt keine Rolle. Du musst einfach laufen und diese 2 Kämpfe gewinnen. Ich würde es immer wieder betonen, weil es ist einfach in dieser Liga normal. Diese Struktur muss da sein, System musst du spielen, das ist ja normal. Jede Mannschaft hat ein System, es geht nicht ohne System. Du gewinnst heute Tage gar nicht. Aber das Läuferische und diese 2 Kämpfe, das ist das, was diese Liga prägt. Es ist nicht so die Geschwindigkeit wie in Schweden oder in Russland, aber mehr diese 2 Kämpfe und den unbedingten Willen, einfach diese 2 Kämpfe zu gewinnen und das schnelle Umschalten. Das ist mehr dieser Liga. Soweit in Ordnung? Zustimmendes Nicken. Dann geht's weiter mit Rainer Kundel, bitte. Rainer, hast du noch eine Frage? Dein Handzeichen ist noch oben. Das war ein Versehen, ich bin durch. Okay, alles klar. Danke. Dann war es das für heute. Tom Pogel und seiner Mannschaft wünschen wir natürlich eine gute Heimfahrt und wir sehen uns dann am 15. Februar wieder. Das ist ein Montag um 20.30 Uhr. Dann geht es gegen den ERC Ingolstadt. Euch allen noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche.